Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yay or Nay. Heute mit dem Spiel Void It. Und zwar, ja, ihr seht hier schon die Steuerung. Z ist Walljump und X ist Run. Ihr werdet euch fragen, was muss man in diesem grandiosen Spiel machen? Ich kann es euch sagen, weil ich es eben schon mal kurz aufgenommen habe und dann war ich so schlecht, dass ich dachte, das nehme ich nochmal auf. Nein, Hintergrund ist, der Kater hat hier die ganze Miaut. Ich habe ihn mal gefüttert und ja, jetzt hoffe ich, dass ich hier meinen Highscore von 14 Punkten überbiete und das habe ich auch schon. Ja, das Spiel ist relativ simpel gehalten. Es ist so ein Highscore-Spiel, wie wir das ja auch schon öfters hatten, wo man einfach nur mit einem Walljump, einem Sprung und einem Doppelsprung möglichst viele Punkte machen kann. Jetzt habe ich hier mal 60 Punkte geschafft. Das ist tatsächlich auch mein persönlicher Rekord. Und ja, mal gucken, wie weit ich hier noch komme. Es ist auf jeden Fall ganz okay. Grafisch ist es natürlich, ja, ich muss euch eigentlich sagen, es ist das Spiel mit der besten Grafik, was ich seit Jahren gespielt habe. Aber das ist ja auch egal. Es kommt ja nicht unbedingt immer auf die Grafik drauf an. Auch nicht auf den Ton, weil der geht mir ein bisschen auf den Sack. Aber so an sich ist dieses Spiel ja relativ cool. Ihr findet den Link natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt auch gerne mal eure Highscore hier hinschreiben und das Video. Wenn ihr euch denn traut, könnt ihr meine 60-Punkte-Wahnsinn, glaube ich, schlagen. Könnt ihr bestimmt, weil ihr jünger seid und den ganzen Tag nichts anderes macht als zocken. Aber das ist halt so. Ich bin mit meinen 60 schon relativ zufrieden. Muss ich sagen. Oh Gott. Ich glaube, die werde ich auch nie wieder in meinem Leben erreichen. Sieht zumindest erstmal nicht so aus. Ja, viel mehr gibt es in diesem Spiel tatsächlich gar nicht zu sagen. Es ist relativ unspektakulär. Aber wow. Dafür, dass ich es hier sorgfältig recherchiert habe. Nee, das ist auch eine Sache, die könnte ich auch mal ansprechen, so off-topic hier in diese. Die meisten Spiele, die ich aussuche, suche ich ja relativ spontan aus und ich bereite mich dabei Yay or Nay eigentlich gar nicht so wirklich darauf vor. Was? Er bereitet sich nicht vor? Ah, jetzt hätte ich fast wieder meine 60 geschafft. Nee, ist meistens blind, außer wenn irgendwie eine Aufnahme nicht klappt oder eben während der Aufnahme der Kater so rumbrüllt, dass ich denke, das wäre vielleicht nicht so cool, wenn man das im Video hört, aber naja. Wobei, es gibt bestimmt auch Leute, die das hätten cool gefunden, aber naja. So ist das, man kann es nie allen recht machen. Aber die 60... Ich habe auch gerade das Gefühl, dass die jetzt immer öfter fliegen, je länger Zeit man braucht. Kann das sein? Ich mache jetzt mal eine andere Taktik. Ich fliege jetzt mal ganz schnell nach oben. Okay, das war nicht so schlau. Wobei, ich wurde noch nicht, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, getroffen. Ja, es ist natürlich nicht so schlau, hier am Rand zu bleiben, weil da man natürlich eine wesentlich schlechtere Reaktionszeit, um diesen Dingern auszuweichen. Aber das muss ich euch ja nicht sagen, ihr seid ja alle Pro-Spieler. Eine Runde will ich noch machen. Ich will zumindest noch mal in die Nähe der 60 kommen. Hatte ich eben, glaube ich, auch mal mit den 55, aber naja, das ist jetzt gerade noch nicht. Ach ja, trifft mich gleich ein 3 auf einmal. Warum auch nicht? Ihr blöden Penner. Ja, was wird wohl die Story dieses Spiels sein? Wir sind hier ein Mensch, der offensichtlich dunkelhäutig ist, der schwarzen Löchern ausweichen muss. Oscar-prämiert wird das Ganze wahrscheinlich. Nee, ja, ich spiele auch immer gleich, weil ich irgendwie keine Ahnung habe, wo ich hier schnell hinspringen soll. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt kommt gerade nichts. Ich kann eigentlich mal warten. Oh Gott! Haben wir nochmal 57 geschafft und ich würde sagen, das Spiel ist ganz cool. Von mir ein Yay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.